Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Wir sind in Jerusalem angekommen. Das letzte Viertel müssen wir noch abgrasen. Aber erstmal wollen wir natürlich ein bisschen mehr über unseren Auftrag erfahren. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das Wann und Wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Das bin ich. So. Der Malik, der ist jetzt nicht mehr ganz so sauer auf uns. Wir haben uns wieder ein bisschen miteinander angefreundet. Beide haben Einsicht gezeigt. So, jetzt müssen wir hier rüber. Ich setze mal eine Markierung nach da. Und dann gucken wir mal, ob wir da einen Turm finden. Upsa. Upsa. So, ein Aussichtspunkt. Bist du hier? Nein, du bist kein Aussichtspunkt. Hier ist einer. Gehört der zu dem Viertel? Sieht schlecht aus. Ich glaube nicht. Aber da oben ist einer. Ups. Okay. Aus Versehen doch ein Jerusalemkreuz eingesammelt. Naja, okay. Mal die Markierung weg. Weg. So. Dann mal gucken, ob wir hier hochkommen. Den Bürger höre ich jedenfalls schon mal schimpfen. Huch, Alter, ihr. Was tust du? Kommt nicht näher. Ah. So. Sieben Aussichtspunkte. Hier ist gleich der Bürger. Alles klar. Upsala. Ach, das hätte gut geklappt. Oh, unser Schwert macht wirklich mehr Schaden. Na. So.
macht das Ganze schon ein bisschen mehr Spaß. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Dann mach das mal. Das habe ich jetzt bestimmt auch schon zum 100.000. Mal gesagt. Oh, 6 Bürger bloß. Das ist gut. Ich gehe gleich zum Taschendiebstahl. Die sind hier drinne. Okay. Dann muss ich von oben da rein. Das macht ja nichts. So, die Informanten lasse ich aus. Das ist eh nur, Mensch, die von hier oben? Weil da unten sind ja wieder diese Verrückten. Ja. Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein. Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Stätten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder. Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen und tut, was wir verlangen. Okay. Bleib mal hier irgendwo. Ah, diese Typen. Los, los, los. Los! Oh Mann, du Affe, ey. Oh, behindertes Miststück. Sorry, Leute, aber... Ey, diese Typen gehen mir so auf den Keks. So. So, jetzt aber. Karte mit den Positionen der Jerusalemer Wachen während der Beerdigung Mascht Adins. Oh ja, das ist wichtig. Okay. Wenn wir irgendwie können, sollten wir versuchen, die vorher irgendwie auszuschalten. Muss ich aber nochmal gucken. Wenn es zu weit ist. So. Okay, jetzt greift er uns an. Hallo. Du bist doch ein Templer. Ja, aber nicht so einer, den wir suchen, okay. Der war praktisch ein... für die Quest wichtiger. PC. Was ist mit meiner Stimme jetzt los? So. Informanten lassen wir aus. Die haben eh bloß Attentate für uns. Och, direkt hier der. Wäre vielleicht doch einer gewesen. Au. Ach komm. Ah, Leute, ey. Ja, jetzt
fliege ich wieder nach unten. Tschüss. Huch. Okay. Whatever, whatever. So. Hätten wir den kleinen Turm hier vorhin doch mitnehmen können. Geht schnell! Hätte wahrscheinlich funktioniert. Hallo, aber das sieht man ja nicht. So. Bin schon mal froh, dass es hier nicht mehr so viele Bürger gibt. Also so 12 Stück oder so. Das war schon echt heftig. So, hier unten ist direkt einer. Ah, 7 Aussichtspunkte auch bloß. Los! Okay, einen habe ich immerhin erwischt. Ihr geht mir auf den Keks. So. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Das freut mich doch sehr. So, dann haben wir hier den nächsten. Ach, so eine Runde. Kirche, was auch immer. Jawohl. Wer spricht hier schon wieder mit mir? Noch Taschendiebstahl direkt hier unten. Ich sehe nichts. Hilfe. Die beiden hier, okay. Bringt das zu eurem Meister. Es enthält alles, worum ihr gebeten habt. Wir schätzen eure Mithilfe in dieser höchst delikaten Angelegenheit sehr. Ich sorge nur für Ordnung. Und das werdet ihr. Erwartet kein Ärger von uns. Nicht ihr und die Eurigen sind es, die mich besorgen. Es ist das Volk. Der Zeitpunkt für euren Besuch ist merkwürdig. Wir sind hier, um unseren Respekt zu zollen. Und dabei für Aufruhr gesorgt. Ist es meine Schuld, wenn ihr Freund und Feind nicht unterscheiden könnt? Schaut, ihr habt, was ihr wolltet. Ich glaube, ihr solltet euch nun auf den Weg machen. Gut. Karte mit der Position Roberts während der Beerdigung. Sollten wir uns auch mal angucken. Okay, da steht ja direkt in der Mitte, was wir vorhin ja auch schon gesehen haben. Das ringsherum sind wahrscheinlich Bogenschützen. So, was haben wir noch freigeschaltet? Nichts. Okay. Dann gehe ich mal zu dem Aussichtspunkt. So langsam geht das hier alles seinem Ende zu. Ja, mit mir ist ja auch.
Oder auch nicht. Doch. So. Ich bin mal gespannt, wie ich das Attentat nachher hinkriege, weil das war wirklich so eine Sache. Da habe ich echt immer voll auf die Fresse gekriegt. Das war echt eine harte Nuss, weil die Wachen da extrem stark sind. So. Vorsicht jetzt! Aber erstmal die Bürgerlein. Ey! Pfoten weg! Ach ja, immer kommt alle an. So, die beiden haben abgekriegt. Das ist gut. Los, mach doch mal. So. Jawohl. Und der nächste noch. Moment, hier ist da noch einer. Arschloch. Warte, das kriegst du zurück. Hau. Ah! Weg jetzt hier! Mann ey, du sollst ihn bewerfen. Okay, das geht auch. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Und hier habe ich irgendwo noch eine Befragung gesehen. Mann. Volk von Jerusalem, wir stehen auf einer Schwelle. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Empfangt diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen schaffen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf dass wir eins werden. Weist sie nicht ab. Bitte, Herr, habt ihr Geld? Okay, dann komm mal her. So, hier ist gerade jemand, der mitmischen will. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ecke hier. Oh ja, so ein Vogel muss natürlich wieder mit ankommen hier. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Uha. Was sind Auberts wahre Motive? Tja, das wissen wir noch nicht.
So, unsere Nachforschungen sind im Prinzip schon beendet. Und hier an der Stelle beende ich dann auch die Folge und wir sehen uns dann erst beim nächsten Mal zu Assassin's Creed 1. Bis dann, ciao!